Sorry fürs Warten. Bin auf Vectera aufgehalten worden. Barrett, wir haben uns Sorgen gemacht. Naja, ein paar von uns. Ich kenne dich, Walter. Bestimmt hast du während des Wartens auf meine Rückkehr heimlich in deinen Geldhaufen geweint. Tatsächlich hat Walter noch mehr als sonst über dich gemeckert. Er hat sich also wirklich gesorgt. Lass das, Cawtrey. Ist das etwa? Ha. Wir hatten ewig nur ein einziges Artefakt. Und jetzt seht euch das an. Spürst es, oder? Seit ich das zweite gefunden hatte, seit den Visionen, sie wirken einfach beruhigend. Hey, ich bin auch nicht wieder voll da. Außerdem habe ich dich in all das reingezogen. Wie wäre es, wenn ich dich mit den seltsamsten Ecken des Universums vertraut mache? Fantastisch! Ja? Dann zeig mal her.
Dann mal tschüss. Wann verlasse ich New Atlantis? Für immer. Vielleicht hätte ich einfach der List bei. Lass mich aber. Die Nähte ist praktisch. Wenn man kurz davor gegessen hat, kriegt man Bauchweh. Schön, zu Hause zu sein, oder? Ah, scanne mich.
Brauchst du was? Wenn ich diese Statue sehe, schenkt mir das irgendwie immer Hoffnung. Ich weiß auch nicht, warum. Hast du auch die lokale Schwerkraft mit eingerechnet? Schön, zu Hause zu sein, oder? Scanne mich. Captain, benötigen Sie meine Hilfe? Hat man dir schon mal gesagt, dass niemand mehr entdeckt hat als du? Wenn nicht, dann zurück an die Arbeit. Oh gut, du bist auf. Das ist du noch so bist du cool. Ja? Was für dich? Wie kann ich Ihnen dienen? Sollen wir was reparieren? Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und über den Handelsaufsichtautomaten wirst du bei Bedarf frachtlos. Gar nicht nötig. Ist doch schon in sehr gutem Zustand. Du findest sicher was, was dir gefällt. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. Ich habe etwas für dich.
Wie kann ich dir helfen? Ich hätte Lust auf eine... Willst du das haben? Captain, hallo. Gibt es ein Problem? Falls du nicht fündig wirst, ich helfe. Wir haben alles, was du für dein Schiff brauchen könntest. Sieh dich in Ruhe um. Sieh dich in Ruhe um. Danke für deinen Besuch. Hoffentlich findest du alles, was du brauchst. Sieh dich in Ruhe um. Danke für deinen Besuch bei Jamison Mercantile.
Ich habe etwas für dich. Thank you.
Wir scannen kurz auf Schmuggelware, dann kannst du weiterfliegen. Mehr brauchen wir nicht. Du hast Landefreigabe für Aquila City. Stelle fixiert. Runter mit uns. Soll ich was machen? Kleidung waschen, Stiefel putzen, den Spiegel hier auf Hochglanz polieren? Danke nochmal. Willst du das haben? Ich habe etwas für dich. Du befindest dich im Freestyle-Raum. Geschwindigkeit und Kurs beibehalten. Wir scannen auf Schmuggelware. Fertig. Viel Spaß in Neon. Fahrwerk bereit. Runter mit uns. Kann ich dir helfen? Kann ich dir irgendwie helfen? Bringst du das Paket? Hab dich schon erwartet. Hier ist die Bezahlung von Star Parcel. Brauchst du sonst noch was? Da gibt's nichts zu tun. Du kannst direkt losfliegen.
Du findest sicher was, was dir gefällt. Siehst du den riesigen Schild? Das ist Teil des Energiesystems. Blitze liefern den Neon einen Großteil des Stroms. Ich habe etwas für dich. Hey, ich dachte, das gefällt dir vielleicht. Souvenirs kaufen macht Spaß, aber sie verschenken noch viel mehr. Jedenfalls dachte ich mir, dass du es brauchen kannst. Kein Problem. Wenn ich auf unserer nächsten Expedition etwas Schönes finde, bringe ich es dir mit. Thank you.
An den Aufzügen wird man dich kontrollieren. Mach dabei kein Theater. Willkommen in der Freestar-Botschaft. Kann ich behilflich sein? Oh, typisch UC Security. Sie nutzen jede Gelegenheit, uns zu tyrannisieren und spielen trotzdem noch die Opfer. Ich kläre das mit den Leuten beim Raumhafen. Danke, dass du uns Bescheid gegeben hast. Wir haben es seit dem Krieg weit. Alles okay? Wir sind hier, um zu helfen. Was für eine angenehme Überraschung. Hätte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Ich hatte gute Gründe, verzweifelt zu sein. Du hattest mir schon beim Nachweis geholfen, dass etwas bisher Unbekanntes mit dem Baum vor sich geht. Jetzt wissen meine Vorgesetzten davon. Es gibt wachsende Bedenken. Oh, das sollte jetzt kein Wortspiel sein. Bedenken, dass es schlimmer wird. Unsere gesammelten Daten deuten auf einen definitiven Trend hin. Die Vibrationen aus diesem Baum nehmen an Stärke und Frequenz zu. Weil wir so etwas noch nie in diesem Ausmaß gesehen haben, wissen wir nicht, wo die Obergrenze liegt. Wir wissen nicht, wann oder ob es überhaupt aufhören wird. Für Menschen ist es derzeit nicht wahrnehmbar. Aber mit der Zeit... Ich möchte zwar nicht über die Möglichkeiten spekulieren, aber gut ist keine davon. Ich versuche, einen aufzustellen, ja. Das ist aber unmöglich, solange ich nicht alle relevanten Informationen habe. Es gibt Daten zu anderen, jüngeren Mitgliedern der Spezies. Leider gibt es ein paar, sagen wir mal, persönliche Probleme, an sie zu kommen. Persönliche Probleme, falls du verstehst. Was? Nein, das ist absurd. Ich bin ein Profi. Einer der anderen Forscher beim MEST, Emilio Hadek, hat Daten, die für meine Arbeit hier enorm wichtig sein könnten. Wir sind nicht einer Meinung. Und bisher hat er sich geweigert, sie mir zu geben. Ich hoffe, dass er eher geneigt wäre, sie abzutreten, wenn jemand anders ihn fragt. Was sagst du dazu? Das habe ich nicht vorgeschlagen. Wobei ich zugeben muss, dass ich nichts dagegen hätte, ihn so zu sehen. Aber nein, ich brauche nur seine Daten. Sie können bestimmt ohne Gewalt oder die Androhung davon erhalten werden. Zu 90%. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, sollte er Proben in den landwirtschaftlich genutzten Gebieten nehmen. Dort müsstest du ihn finden.
Bus packt keinen Blödsinn. Gibt's hier schon genug Flugverkehr. Leute sagen immer, ich brauche mehr Hobbys. Über dich schreiben, nachdenken und reden. Das sind doch schon drei. Klar doch. Schieß los. Ach, so interessant bin ich nicht. Ich mag Kaffee, ich mag Tee und ich bete den Boden an, auf dem du gehst. Aber, naja... Eigentlich schweben Engel doch, oder? Tja, erstmal kam dein Sieg auf Vectera überall in den Nachrichten. Aber ich glaube, das ist erst der Anfang. Das erste Kapitel aus der 437 Bände starken Anthologie. Ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis sie schreiben werden. Ich zähle die Sekunden bis dahin. 1001, 1002. Oh, keine Sorge. Meine Liebe ist rein platonisch. Unzerbrechlich? Ja. Unnachgiebig? Absolut. Romantisch? Oh Gott, nein. So etwas Reines würde ich niemals mit so etwas Gewöhnlichem besudeln. Alles klar. Bestimmt hast du schon alle Antworten. Sag Bescheid, wenn du noch mal reden möchtest. Kann ich helfen?
Ich liebe die Luft hier. Man sollte meinen, es ist wie in jeder anderen Stadt. Aber es riecht friedlich. Es würde ein Hauch von Kräutertee in der Luft liegen. Ich weiß. Du wirst beim Betreten der Stadt des Geldes. Es gibt immer ungefähr 1 Million Sachen zu tun. Aber ich bin ganz alleine. Es ist unmöglich. Hey! Oh, du bist gar nicht Karl. Tut mir leid, vielleicht heißt du ja sogar Karl. Aber ich warte auf einen anderen Karl. Wir sollen hier einem Spannungsabfall nachgehen. Die Leute melden seit einer Weile immer wieder Stromausfälle. Jetzt geht das Mess der Sache endlich mal nach. Ich kann nicht an 2 Orten gleichzeitig sein. Also versuche ich einfach, unauffällig zu sein. Tja, nachdem du hier bist, Karl aber nicht, und ich die Sache gerne klären würde, warum nicht? Es ist doch gar nichts sonderlich Technisches. Ich kann dir alles aus der Ferne erklären. Ich gehe zur Kontrollstation. Der erste Kasten, den wir suchen, ist beim UC Surplus. Du weißt schon, Antonios Laden. Ich melde mich, wenn du da bist.
Perfekt. Gut gemacht. Okay. Das hat den Schutzschalter ausgelöst. Und der geht zu... Oh, wow. Ernsthaft? So haben die das verkabelt? Okay. Prima. Der nächste ist ein gutes Stück hinter dem Jakes. Vielleicht ein oder zwei Etagen höher? Sorry, ist weit. Dir noch einen schönen Tag. Ich soll nicht mit Fremdlingen reden. Du müsstest gleich beim nächsten Verteilerkasten sein. Und wenn die Obdachlosen noch nicht verschwunden sind, einfach Augenkontakt vermeiden, okay? Wieder ein Schalter umgelegt, wieder ein Hinweis. Und hier hat das Licht auch geflackert. Die Verkabelung ist schlimmer als gedacht. Ich behebe das kleine Problem mal kurz, während du den nächsten Verteilerkasten suchst. Der müsste in der Nähe von, der Handelsaufsicht sein. Okay. Find ihn einfach und erzähl vielleicht noch niemandem was davon. Gefällt dir die Laserpistole? Du musst hier drin keinen Hemd tragen, das weißt du schon, oder? Hey, wenn du mal Zeit hast, plaudern wir. Hey. Heute? Okay, der letzte Kasten müsste jetzt ganz bei dir in der Nähe sein. Ich merke leider, dass das ein absolutes Wirrwarr ist. Ungefähr 200 Jahre vergebliche Versuche, alles neu zu verkabeln. Ich wollte das vor 3 Jahren mal reparieren. Nach 2 Tagen habe ich geweint. Nach 3 aufgegeben. Jedenfalls musst du dich da um eine Reihe von Schutzschaltern kümmern, bevor du zum Verteilerkasten kannst. Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Leg einfach Hebel um, bis alle Schaltkreise stromlos sind. Eine ganze Woche Arbeit erspart. Komm zur Kontrollstation, wo wir uns getroffen haben.
dein Schiff, das da gelandet ist? Ziemlich schickes Teil. Da draußen, oder? Weltall? Das fällt bloß. Diese Spacer, die sind der Abschaum der Galaxie. Ich weiß, schlechter Zeitpunkt, aber ich muss nachher mit dir reden. Ich bin ganz Ohr, Captain. Ich wollte mich nur für deine mutige Rettungsaktion bedanken. Ich hatte natürlich einen Plan für Matsura, aber danke trotzdem. Könnte ich, aber das würde sich komisch anfühlen. Du gehörst ja jetzt zur Familie, da hilft man sich. Tja, hat bei mir wohl bleibenden Eindruck hinterlassen. Da draußen kann so viel schiefgehen. Verlässliche Kollegen sind da Gold wert. Deswegen bin ich auch schon so lange bei der Constellation.